Hallo Leute, mein Name ist Trotzesti und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers. Heute schauen wir uns den Kristalliner an, einen rechten Zufluss des Mädelser Rhein, der wiederum von rechts bei diesen Tees in den Vorderrhein mündet. Dieser Abschnitt ist nur kurz, etwa einen Kilometer, und nach bereits einem Drittel mündet er in den Mädelser Rhein. Nichtsdestotrotz bezeichnet Kristalliner die gesamte Strecke. Ein spaßversprechender Creaking-Abschnitt. Der Einstieg ist bei der Brücke der Lukmania-Passstraße. Es ist der dritte Bach auf der rechten Seite von unten kommt, mehr oder weniger. Der Ausstieg befindet sich oberhalb eines 15 Meter hohen unfahrbaren Wasserfalls. Abhängig vom Wasserstand kann man bereits oberhalb der Brücke einbooten, mit einem schwierigen Schlitz direkt unter der Brücke. Für diesen Führer habe ich Aufnahmen aus mehreren Jahren kombiniert, was sich in unterschiedlichen Wasserständen widerspiegelt. Den niedrigsten, den wir dabei hatten, war etwa 2 Kubikmeter pro Sekunde am Einstieg. Da weder der Kristalliner noch der Mädelser einen Online-Pegel haben, schaut man sich den Wasserstand des Sumfitschke-Rheins ein Tal weiter an. Der gesamte Abschnitt kann von der Wiese rechts begutachtet werden, was sich für das erste Mal sowieso lohnt. Es gibt auch einen Weg durch die Wiese, der genutzt werden kann, um das Auto zu holen. Wir hatten nie genügend Mut oder Wasser oberhalb der Brücke einzubooten. Der erste Abschnitt ist nicht allzu steil, mit Teilstrecken über Steinplatten und zwischen Steinen hindurch. Aufgrund dieser Gegebenheit empfehlen sich Ellbogenschoner. Wenn der Bach flacher wird, verfließt sich das Wasser auch mehr und man kann durchaus oberhalb des Grundsteinschlitz stecken bleiben. Diesen Umstand kann man sich jedoch zugunsten machen, aussteigen, sich das Ganze ansehen und ein paar Kalenderfotos machen. Es gibt 2 Varianten, in die Rinne unten zu gelangen. Die einfachere, die wir aufgrund des niederen Wasserstands immer nahmen, ist die Anfahrt über die rechte Rinne. Man sollte sich hier auf eine unebene Landung gefasst machen, da die Rinne das Boot um die Längsachse dreht. Alternativ kann man sich von links über die Grundgesteinplatte reinfallen lassen. Das benötigt jedoch etwas mehr Wasser. Wenn es überhaupt zu wenig Wasser hat, kann man sich von der Steinkante reinfallen. Der Weg aus dem Steincanyon führt fast wie auf einer Bobbahn nach unten an ein Polster, das einem nach rechts bewegt. Der nächste Abfall führt ums Eck mit einem Stein in der Mitte. Dieser befindet sich jedoch glücklicherweise im flachen Auslauf. Die beste Variante scheint, sich links davon zu halten. Im Weiteren geht es über Stufen mit kleineren Steinen und um Kurven. Es ist ein bisschen eng, mit vielen Möglichkeiten hängen zu bleiben. Darauf folgt ein enger Felsspalt auf der rechten Seite oder eine trockene Umfahrung links. Auf den nachfolgenden Metern wird es flacher und man muss sich den Weg mit dem besseren Wasserfluss suchen. Der Mädelser Rhein von links bringt in etwa genauso viel Wasser wie der Kristalliner selbst. Kurz später bootet man rechts aus. Das Wasser stürzt in einen Schlitz, der bei Niederwasser nicht befahren werden kann, und ich würde es auch bei höheren Wasserständen nicht empfehlen. Die Fahrroute wäre über die linke Grundgesteinschulter, um dann so spät wie möglich in den Schlitz reinzuplumpsen.
Rechts gibt es eine schöne Felsrinne, die für einen Felsenstart in den Pool unten genutzt werden. Der Schwall in den nächsten Pool nimmt man am besten von rechts über die Locke nach links. Den nächsten Abfall nimmt man links über die Felsplatte. Nun ist man am oberen Ende einer 5 Meter hohen Felsrutsche. In der Anfahrt gibt es drei querliegende Felsriegel, die bei der Routenwahl berücksichtigt werden müssen. Unten gibt es rechts ein Kehrwasser, welches eine Garage ist. Schwer wieder rauszukommen. Daher sollte man sich links halten. Die Riegel oben erschweren dies. Ich finde eine Anfahrt von rechts am einfachsten. Dann lasse ich mich vom Wasser nach links schieben. Man kann sogar noch das Kehrwasser links nehmen, sollte bei der Ausfahrt jedoch darauf achten, das Boot ausreichend zu wenden. Ansonsten endet man im rechten Kehrwasser. Mit der richtigen Technik und einem Buff kann man sogar das Polster unten überspringen. Die nächsten 100 Meter sind wiederum einfacher. Wenn du dir den Bach vorher angeschaut hast, weißt du, dass nun der Abschlussfall folgt. Es macht Sinn, nochmals auszusteigen, um einen Blick auf die Situation zu werfen. Paddlern bei der Einfahrt zu helfen oder noch mehr Fotos zu schießen. Die Schwierigkeiten liegen hier wiederum in der Anfahrt durch Steinblöcke hindurch und immer schön rechts halten. Wenn man den großen Stein rechts passiert hat, läuft der Rest ab wie auf Schienen, wenigstens bei Niedrigwasser. Die Nase am Ende der Rutsche drückt die Bootsspitze nach oben. Dadurch entsteht die Gefahr einer flachen Landung, was für den Rücken nicht gut ist. Was man versuchen kann, ist den Oberkörper nach rechts flussab zu wenden und das Boot folgt dieser Bewegung. Nur bei genügend Wasser besteht die Gefahr, dass man ausreichend Tempo erhält, um die gegenüberliegende Wand zu touchieren. Wir hatten sogar so wenig Wasser, dass das Heck unten an der diesseitigen Felsen aufschlug. Von diesem Pool geht es nur noch über zwei Stufen hinab, zuerst rechts, dann links. Nun ist man direkt oberhalb des Wasserfalls und es ist Zeit, rechts auszubooten. Hier hat man nun verschiedene Möglichkeiten für die Fortführung des Paddeltags. Du kannst das Ganze noch einmal, zweimal oder noch mehrmals wiederholen. Oder du kannst den Wasserfall mit folgender Schlucht und Siphon umtragen und mit dem oberen Mädelser Rhein weitermachen. Ich habe noch zwei weitere Videos des Cristalena mit der fast vollständigen Befahrung. Wenn du also mehr sehen möchtest, solltest du dir diese unbedingt anschauen. Sie sind unten in der Beschreibung neben weiteren Informationen verlinkt. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Like und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick auf den Subscribe-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!